Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die neue 4K-Kamera, der schnellere Prozessor oder das 3D-Touch-Display. Es gibt viel, was einen dazu bringen kann, sein Geld für ein iPhone 6S auszugeben. Aber eine Frage muss sich wirklich jeder vor dem Kauf des neuen Apple-Telefons stellen. Und zwar, welche Farbe soll man nehmen? Um euch die Entscheidung einfacher zu machen, habe ich mal alle 4 Modelle vor die Kamera gezerrt und zeige euch in diesem Video die Unterschiede. Viel Spaß! Genau wie das iPhone 6 ist auch das iPhone 6S bzw. 6S Plus in den Farben Space Grau, Silber und Gold erhältlich. Zusätzlich setzt Apple dieses Jahr aber auch noch auf eine vierte Farbe mit dem Namen Rosé Gold und oh boy, ich glaube die Meinungen zu einer iPhone-Farbe gingen noch nie weiter auseinander als hier. Während die Farbe auf Bildern und in Videos nämlich oft recht sanft aussieht und irgendwie so ein bisschen wie Kupfer wirkt, kann es in echt im passenden Licht richtig pink sein. Komplett pink. It's pink. It's very pink. Pink. Aber jetzt mal im Ernst, als Apple die Farbe auf der Keynote angekündigt hat, dachte ich zwar erst, dass man als Kerl unter Umständen schon damit rumlaufen könnte, aber nachdem ich sie jetzt tatsächlich gesehen habe, wurde klar, dass diese Variante definitiv an Frauen verkauft werden soll. Das normale goldene Modell hingegen ist da um einiges vielseitiger, weil es eben nicht ganz so auffällig ist. Klar, es ist immer noch ohne Frage ein goldenes iPhone, aber im Gegensatz zu Roségold ist es halt nicht so krass in your face, sondern wirkt eher so wie ein silbernes iPhone mit einem glänzenden, farbigen Touch, was vielen sicherlich gefällt, auch wenn ich persönlich nicht so viel damit anfangen kann. Ich mag nämlich das Silberne deutlich mehr, weil es einfach so sauber wirkt. Es kommt der natürlichen Farbe von Aluminium von allen Modellen halt am nächsten und hat dadurch ein bisschen was vom originalen ersten iPhone. Es kann schon sein, dass das nur so verrückte Leute wie mich glücklich macht, aber auch so ist es einfach ein schönes, cleanes Design. Das liegt aber möglicherweise auch einfach daran, dass die Antennenstreifen aus Plastik hier am besten an das Metall angepasst wurden und nicht so ungewollt deplatziert wirken wie die weißen Streifen bei den goldenen Modellen. Das unauffälligste iPhone 6S ist aber mit Abstand das Space-graue Modell. Es ist nochmal eine ganze Ecke dunkler als das silberne und wirkt damit am ehesten so, als wäre es einfach ein schwarzes Rechteck. Dieser Effekt wird aber nochmal sehr stark von der Vorderseite unterstützt, denn das Space-graue iPhone ist das einzige, das eine konstant schwarze Front bietet. Die ergibt nämlich bei ausgeschaltetem Display eine ziemlich schicke, ebene und durchgängige Fläche. Alle anderen iPhones haben nämlich weiße Ränder, bei denen das natürlich nicht möglich ist, auch wenn die Geräte dafür bei angeschaltetem Display ziemlich stylisch rüberkommen. Allgemein ist es aber schon irgendwie interessant anzumerken, dass das spacegraue iPhone trotz der schöneren Vorderseite neben den anderen oft so aussieht, als würde es irgendwie nicht zum Club der Coolen oder so gehören, was besonders deutlich wird, wenn man sich mal die Verpackungen anschaut, in der Apple die Smartphones verkauft. Ansonsten gibt es aber noch eine ganze Reihe an Details, die einem erst auffallen, wenn man mal alle Farben im direkten Vergleich genauer betrachtet. Zum Beispiel ist die Farbe der iPhones nicht nur auf der Rückseite vertreten, da die metallenen Ringe um den neuen schnelleren Touch-ID Home-Button entsprechend angepasst wurden. Das gilt unter anderem auch für die leider immer noch herausstehenden Kameramodule. Aber meine Meinung zu den neuen iPhone-Farben ist natürlich nur meine Meinung zu den neuen iPhone-Farben. Viele Leute sehen es bestimmt ganz anders und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, dem Roségold wirklich gut gefällt und deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir uns einfach mal in Leipzig auf die Straße und zeigen ein paar Leuten die neuen iPhones und fragen sie einfach mal, welche Farbe sie am besten finden und warum. Ich habe hier das neue iPhone 6S, das ist vor ein paar Tagen rausgekommen und mich würde einfach mal interessieren, welche Farbe du am schönsten findest und vor allem auch, was du von der neuen Roségoldenen Farbe hältst. Das ist das Modell in Space Grau. Ich gebe dir einfach mal so eins nach dem anderen in die Hand. Und das hier ist das weiße Modell. Und dann gibt es noch das Modell in Gold. Und eines in der neuen Farbe Roségold. Rosa. Ja, was sagst du zu dem rosanen iPhone? Gefällt dir oder gefällt dir nicht? Nee. Ich bin kein Mädchen. So, diese neue Farbe gefällt mir. Ja? Aber okay. Lieber, ich habe, das ist die Space Grau, ja? Ja, genau. Lieber die Space Grau. Das gefällt mir als Mann. Aber vielleicht mit meiner Frau. Kannst du mitmachen? Findest du die hübsch? Ja,
Also ja, das hier auf jeden Fall. Das Rosé-Goldene, ja, findest du okay? Ich muss sagen, also das Weiße ist wirklich viel freundlicher. Das ist eine Farbe, die jemand, die ganze Bevölkerung halt wirklich als neutral betrachtet, sag ich mal. Das Weiße ist wirklich toll. Findet ihr es geil oder ist es euch zu pink? Also für Frauen finde ich es jetzt eigentlich ganz geil. Aber für manche wäre es auch geil. Also mir würde es eigentlich auch eher gefallen. Ich finde es cool irgendwie. Hat was. Also ist jetzt nicht unbedingt so pink. Hat schon mehr so Kupferfarben was. Vielleicht würde ich das als Geschenk. Entweder Rose oder Gold. Ich weiß nicht. Rosé oder Gold? Ja. Ja? Wie findest du das neue Rosé-Gold im Vergleich zum alten Gold? Ist es schöner oder welcher Goldton gefällt dir besser? Schöner, ja, schöner. Noch schöner? Ja. Okay. Noch schöner. Alles das klar. Das geht sehr gut für Frauen. Ja? wenn man Pink mag, ja, aber... Aber du magst Pink nicht? Nee, nicht Gold. Ich finde Gold, weil ich finde das einfach von persönlich besser. Die Glasses da drauf heute. Nein, ich finde auch das Rosé sehr schön, aber... Wie ist es schöner, das neue Rosé-Gold oder das alte Gold? Das alte Gold. Alles klar. Und wenn ihr jetzt eurer Freundin ein iPhone kaufen würdet, welche Farbe würdet ihr davon nehmen? Rosé. Rosé. Ja? Mein Gerät hat sie schon, aber das wäre die Farbe des Gerätes, was ich mir schenken würde. Aber glaubst du, ein Mann könnte mit einem rosé-goldenen iPhone rumlaufen? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ja? Nee, also... Also wenigstens du fällt aber jetzt nicht so. Nee, ich glaube nicht so. Nur für Frauen. Auf keinen Fall? Doch, na klar. Ja, kann man. Auf jeden Fall kann man damit rumlaufen. Natürlich, warum nicht? Wenn ich das toll finde und ich bin halt der Kerl, dann kann ich damit auch rumlaufen, natürlich. Warum nicht? Das ist schwierig, vorstellbar. Ja, ich kann es mir schon denken. Ja. Ich hatte auch mal ein rotes Handy, aber... Ich glaube, das wäre ein bisschen seltsam, ja. Ja, ich muss mal. Auch lieber als mit irgendeinem von den anderen Farben? Okay, am liebsten dann lieber das Goldene. Okay, also welche Farbe würdet ihr nehmen? Pink. Weiß. Hundertprozentig. Weiß. Hundertprozentig weiß. Warum möchtest du das nicht? Weiß. Ja. Okay, Space Grau. Gold, weiß und auch weiß. Ne? Ja. Okay, niemand das Rosé-Goldene. Nee, ich würde eher grau nehmen. Ich würde lieber mehr grau bleiben. Also, wie wir sehen, die Meinungen von den Leuten auf der Straße gehen komplett auseinander. Es gibt viele Leute, die dieses Rosé-Gold wirklich schön finden. Hätte ich nicht gedacht, besonders Mädchen fahren irgendwie ganz schön auf die Farbe ab. Also, so kann man sich täuschen. Im Endeffekt ist einfach klar, jeder sollte sich für die iPhone-Farbe entscheiden, die ihm am besten gefällt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video genügend Eindrücke zu den verschiedenen Varianten geben, um euch die Entscheidung zu erleichtern. Aber wer sich immer noch unsicher ist, sollte vielleicht auch einfach mal in einen Apple Store gehen und sich die Geräte selbst ansehen, weil dann kann man echt nichts mehr falsch machen. Einen gut gemeinten Rat von meiner Seite gibt's aber noch kostenlos obendrauf. Und zwar, lasst eure Finger bloß von der 16 GB Variante. Ich weiß, es gibt ein paar wenige, die mit dermaßen wenig Speicher klarkommen, aber für 90% der Leute sind, gerade wenn man mal ein bisschen Musik speichern, Apps installieren oder die Kamera halbwegs vernünftig verwenden will, 64 GB die deutlich bessere Entscheidung. Ich bleibe für dieses Jahr auf jeden Fall bei meinem 128 GB iPhone 6s Plus in Weiß, auch wenn ich meinen Traum von einer Version mit silberner Rück- und schwarzer Vorderseite wohl nie loslassen werde. Das wäre einfach zu geil. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was eure Lieblingsfarbe vom neuen iPhone 6s ist und was für eine Farbkombination ihr euch vielleicht noch für die Zukunft wünschen würdet. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer sehr über Feedback via Kommentare oder Like-Button. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!